einen erfolgreichen Lauf. Ich glaube, dass wir uns freuen, dass wir prominente Preisträger haben. Verraten darf ich das natürlich noch nicht, obwohl das in der Presse stand. Aber will ich mich mal zurückhalten. Das hier heute ist mit Abstand, können Sie mir glauben, mein schönster Termin. Das können wir gerne mal. Wir kommen wirklich zu dem Höhepunkt des heutigen Abends, nämlich zu Carlo von Tiedemann. Und deswegen, lieber Carlo, für dich jetzt Uschi Merkel für Carlo. Ich denke mal, es geht Ihnen genauso wie vielen anderen Menschen auch, dass wenn man eine bestimmte Person einige Jahrzehnte lang regelmäßig bei den unterschiedlichsten Sendungen und Veranstaltungen im Fernsehen sieht, die Stimme dieser Person fast täglich im Rundfunk hört, in 19,3 in der Küche, und man auch in schönster Regelmäßigkeit in der Presse über diese Person liest, dass sie dann meinen, sie wären über diese Person bestens informiert. Meinen Sie doch, oder? Ja. Gut. Ich fürchte, in dem heutigen Fall passt das überhaupt nicht so recht. Oder wussten Sie etwa, jetzt kommt's, dass der Freiherr Carlo von Tiedemann zwar ein weit entfernter, aber immerhin noch Verwandter des Schriftstellers Heinrich von Kleist ist. Und er arbeitete 4 Jahre beim Hamburger Abendblatt. Da lief es schon ein bisschen besser, ne? Bevor er dann für 2 Jahre als Korrespondent für den Springer Auslandsdienst nach, jetzt halten Sie sich fest, Buenos Aires ging. Ja, habe ich auch gesagt. Ab 71 arbeitete er dann für den NDR und damit beginnt auch die Zeit, über die wir ein bisschen besser über ihn informiert sind. Soweit also die offiziellen Informationen. Jetzt wird es ein ganz klein wenig privater. Ich kenne diese Menschen, ich fürchte, habe ja schon gesagt, so ne, 40 Jahre, wir sind uns jetzt einig damit. Ich kenne ihn als überaus kompetenten, liebenswerten und charmanten Kollegen, du musst nicht rot werden, und auch Freund. Nicht nur Sie, vor allen Dingen auch ich weiß, was er in seinem Leben schon vollbracht hat. Und ich meine, dieser Mann hat es voll verdient, endlich mit dem Norden Award 2008 ausgezeichnet zu werden. Thank you.
berühmte Schlagzeug. Ich muss nur noch mal ganz kurz sagen, ihr habt eine so geile Wahl getroffen. Dankeschön. Lieber, Dankeschön. Wir kommen also jetzt zur Gemäldeenthüllung. Carlo von Tiedemann live on Leinwand. Oder kann was, wie der Amerikaner sagt. Dazu noch mal den Trommelwirbel mit den Füßen bitte. Eins, bis nach. Vielen Dank. Okay, sehr schön. Dann gibt es damit.